Hallo, hier ist wieder Lisa von Realisat und ich bin heute hier mit Bosix und Jared Dirks. Könnt ihr kurz euch vorstellen und sagen, was ihr genau bei Lord of the Lost macht? Ja, ich bin Bosix, ich spiele Gitarre bei Lord of the Lost. Ich bin Jared Dirks und ich bin Keyboarder maßgeblich, Gitarrist und Percussionator bei Lord of the Lost. Wie geht's euch im Moment? Gut, es ist warm, aber ich bin froh, dass ich mich noch nicht im Schlamm langgelegt habe. Wart ihr gestern schon hier? Nein, wir sind heute vor ungefähr 2 Stunden erst angereist. Ist ja auch nicht weit weg von Hamburg. Das erklärt, warum du dich über die Hitze beschwerst. Ja, Hamburg hat ja immer so dieses semi-maritime Klima. Das heißt, es ist hier schon noch ein ganz anderer Schlag. Obwohl wir näher an der Küste sind. Ganz komisch, wer hätte das gedacht? Generell passt ja auch Regen so ein bisschen zu eurem Bandstyle, ne? Deswegen, was ist euch denn lieber, so ein warmer Sommertag oder wenn es richtig Lust eimert? Stündlicher Wechsel ist eigentlich perfekt. Ich persönlich bin ja manchmal Hippie und wünsche mir, ich könnte barfuß an einem warmen Sommertag über den warmen Boden laufen. Nein, natürlich nicht. Sonnenschein, ja, doch. Ja, das ist ja nicht euer erster Wackenauftritt heute Abend. Seid ihr trotzdem noch aufgeregt oder? Wir hatten das Vergnügen, 2010 schon hier zu spielen, auch auf der Wackinger Stage damals. Und aber die Aufregung, der Aufregung tut das, glaube ich, keinen Abbruch, weil es ist halt, es ist Wacken. Und natürlich ist man da ein bisschen aufgeregt, aber eher freudig erregt. Also wir freuen uns wirklich, hier zu sein und ich glaube, es wird super. Wie findet ihr das Festival generell so? Ich persönlich war schon des Öfteren als Gast, als Konsument oder wie auch immer man es nennen möchte hier und ich finde es super. Also es ist einfach, es ist eine ganz eigene Welt. Es ist dreckig, laut, versoffen, aber einfach irgendwie geil. Das steht einfach für sich. Nächste Woche spielt ihr ja schon auf dem Mera Luna in Hildesheim. Freut ihr euch darauf auch schon? Ja, sehr, sehr. Ich persönlich, ist ein reiner Ego-Wunsch. Hoffe natürlich, dass wir oder ich die Möglichkeit haben, einen von meinen Helden kennenzulernen. Das ist John Five, der Gitarrist von Rob Zombie. Aber Mera Luna ist so oder so immer auch großartig. Macht tierisch viel Spaß, saugeiles Publikum und macht einfach wirklich richtig, richtig Laune. Ich glaube, da gibt es generell auch keine Band, die da besser hinpasst als ihr, oder? Ich hoffe so. Also ich hoffe, das kann man so sehen. Wir dürfen das natürlich ganz uneitel nicht so sagen, aber ich denke, wir passen da schon ganz gut hin, ja. Gestern wurde eure EP Full Metal Hour veröffentlicht. Das ist ja ziemlich knapp, nachdem ihr schon im Frühling Sven-Songs veröffentlicht habt. Ihr seid ja sehr produktiv, oder? Ja, sagen wir mal so, wir werden nicht müde und wir haben durchaus einen ganz regelmäßigen Output. Und das Ding ist mit Swan-Songs, das war halt so ein Ausflug als kleines Special in die Akustikgegend, aber die EP, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall wieder zu gewohnten, härteren Gefilden zurückfinden, war auf jeden Fall schon in Planung. Also es war durchaus so, dass wir die Absicht hatten, dieses Jahr 2 Sachen rauszubringen. Wir haben auf jeden Fall immer die Absicht, eigentlich so gut wie möglich, so regelmäßig wie möglich Alben rauszubringen. Oder EPs in dem Fall. Wir sind keine von den Bands, die irgendwie alle 4 Jahre mal eine Platte rausbringen, sich den Rest ausruhen und auf dem faulen Lenzling oder wie auch immer. Also muss schon regelmäßig sein. Stand da auch so ein bisschen die Absicht dahinter, dass man hier fürs Wacken noch was Härteres Neues hat? Nö, nicht unbedingt. Natürlich passt es jetzt perfekt rein, klar, logisch, aber auf der anderen Seite, wir sind eigentlich alle Metalheads. Also insbesondere, glaube ich, spreche ich da von Klaas und mir. Aufgewachsen halt mit Metallica, Machine Head etc. Von daher liegt es uns eh im Blut. Von daher ist es auch irgendwie irgendwo nach Swan Songs so ein gewisses Back to the Roots für uns selbst, was auch echt nötig war. Wobei ihr ja generell seit den ersten Alben auch immer härter geworden seid, finde ich. Zum Beispiel Chris, der singt ja kaum noch Clear. Wie kommt's? Er kann's einfach nicht mehr, nein. War das jetzt die Offenbarung eines Geheimnisses? Richtig, richtig. Und es ist eh alles Playback. Oh, aber das bleibt natürlich unter uns. Ja klar, bleibt unter uns. Ja, ja, klar. Wir sind zwar Metalheads, aber wir können eigentlich gar nicht wirklich spielen. Kleiner Scherz am Rande. Ja klar. Eure EP hat ja ganze 9 Tracks. Ist ja auch eher ungewöhnlich, ne? Jein, genau. Die EP hat per se 5 Tracks. 5 Tracks, die von uns sind, und die restlichen 4 Tracks sind Remixes oder Remakes, wahlweise von dem Titeltrack Full Metal Whore. Also von uns de facto sind die 5, naja, harten
die fünf harten, handgemachten Songs. Der Rest, die ganzen Elektro-Sachen, sind Remakes von Freunden von uns, von Partnern, von anderen Bands. Also per se sind es natürlich fünf Tracks. We are all created evil, ist das wahr? Definitiv. Ja, irgendwo ja, klar. Ich habe irgendwann mal gelesen, wenn ein Säugling die Möglichkeit hätte, für sein Essen zu töten, würde er das machen. Was mit Mutter Teresa? Mutter Teresa musste ja auch irgendwann Mutter Teresa werden. Und denk mal drüber nach, was für ein schlechtes Gewissen muss sie gehabt haben, um zu Mutter Teresa zu werden. Denk da mal drüber nach. Ja. Was ist denn euer Lieblingssong auf der EP derzeit und warum? Das ist echt schwierig. Momentan ist es natürlich irgendwie irgendwo bei mir persönlich Full Metal Horror, weil ich damit sehr, sehr viele schöne Erinnerungen verbinde. Einfach der Videodreh mit V-Diva, unserem Regisseur. Es hat einfach tierisch Spaß gemacht. War eine tolle Zeit irgendwie und ich gucke es mir natürlich gerne an, weil da halt auch so zwei Mädels dabei sind, die auch sehr nett sind. Ja, nett anzusehen, sagen wir es mal so. Nee, aber ich glaube, das schwankt von mir persönlich, wie auch auf unseren ganzen Songkatalog bezogen, von Tag zu Tag. Aber der EP speziell, wir haben uns jetzt für das Wacken drei Songs ausgesucht, die wir live performen werden von dieser EP. Und die machen alle gleichermaßen Spaß, alle auf ihrem jeweiligen Level. Das ist einfach, da kann man sich richtig austoben, während es zwischendrin im Set immer mal wieder natürlich irgendwie so einen leichten Spannungsbogen gibt. Das sind aber so die Hitpoints, wo es einfach richtig zur Sache geht. Also ich kann da keinen klaren Favoriten picken. Du hast gerade die Mädels erwähnt. Es gab ja bei euch im Voraus einen kleinen Skandal. Und zwar habt ihr ja für die Tour Make Love, Make War geworben und dabei ein Plakat rausgegeben. Mittlerweile gibt es zwei. Ja. Erklärt doch mal bitte, was da vorgefallen ist und was da zu sehen war. Naja, bei dem ursprünglichen Plakat ging es halt unter anderem halt einfach darum, dass man ein bisschen provoziert unter anderem. War ein bisschen scheinbar für den einen oder anderen Politiker oder Bürgermeister zu viel des Guten. Von daher haben wir das Ganze auf unsere Art und Weise ein bisschen zensiert und haben es so politisch korrekt gemacht, wie es nur möglich ist. Das haben wir absolut nicht erwartet, dass es so ein Feedback gibt. Aber any publicity is good publicity, oder wie heißt es? Ja. Es ist natürlich schon, wie Bo eben schon gesagt hat, ein bisschen mit Bedacht gewesen, dass wir damit so ein bisschen anecken. Das Ding ist allerdings bei der entschärften Version bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, eckt man natürlich auch so ein bisschen an, weil wir das natürlich mit dieser Political Correctness dann auch sehr auf die Spitze getrieben haben. Also abgesehen davon, dass die Dame auf dem Cover angezogen ist, ist es eigentlich nicht minder political incorrect als das ursprüngliche Cover, aber natürlich besser in der Öffentlichkeit zu zeigen, sage ich mal. Ich habe mich auch gefragt, warum ihr euch auf die Zensur eingelassen habt, weil da ja eigentlich ein schlimmes Mal war, aber ich fand euer Statement dazu richtig geil. Das hat ja richtig gezeigt, dass da was hintersteckte und dass ihr Hang zur Ironie habt, ne? Das haben wir sowieso. Gerade wenn man sich unseren Tour-TV-Channel TV of Lost anguckt, haben wir doch so einen starken Hang dazu, so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit aus diesem etwas wiedergewonnenen Gothic-Genre zu nehmen. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind auch nur Menschen, kochen auch nur mit Wasser, wir haben trotzdem Spaß, auch wenn wir auf der Bühne und in Booklets und auf Fotos, wo auch immer, natürlich böse und wie auch immer klischee-mäßig Gothic aussehen oder klischee-mäßig böse, wie auch immer. Das ist für mich persönlich einfach so ein veraltetes 80er-Bild, was man einfach überhaupt nicht mehr darstellen muss. Und na klar, wir haben einen Hang zur Ironie und wir haben auch einen Hang dazu, jeden Schritt, den wir machen, was Promo angeht oder was eben solches Plattencover angeht, durchaus ein bisschen zu durchzudenken vorher, natürlich. Eben, wo du durchdenken sagst, ich fand das so ein bisschen schade, dass unter dieser Provokation so unterging, dass dieses Make Love, Make War ja eine Veränderung ist von Make Love, Not War. Also da steckt ja schon so ein bisschen was hinter, ne? Sagen wir mal so, Krieg und Liebe liegen ja bekanntermaßen doch irgendwie sehr nah beieinander. Und man sagt ja auch, im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Im Endeffekt geht immer beides miteinander einher. Also man kann eigentlich nicht Liebe anstatt von Krieg machen. Natürlich kann man Liebe während des Kriegs machen, aber das ist eine andere Geschichte. aber im Endeffekt kann man es fast als Aufruf sehen, sich auszuleben und auch diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Schön und Hässlich einfach hinzunehmen und sich da seine Favoriten rauszupicken, einfach das komplett auszuleben. Von daher, eigentlich geht es immer miteinander einher.
Kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch unmoralisch sein? Ihr habt nämlich das Wort Moral angesprochen. Wenn man niemanden demütigt oder bewusst verletzt, also einzelne Personen, inwiefern kann Moral heute noch, die Moralkeule überhaupt noch geschwungen werden? Wow, das ist eine Frage, die, glaube ich, die 15 Minuten, die wir haben, eigentlich sprengt, streng genommen. Moral ist ja etwas, was von der Gesellschaft festgelegt wird. Also, was ist moralisch? Etwas, was hier zum Beispiel moralisch ist, ist vielleicht in Timbuktu unmoralisch. So, in Afrika laufen die Frauen oben ohne rum und hier wäre es unmoralisch, wenn du zum Beispiel, wo wir jetzt aus Hamburg kommen, über die Mönckebergstraße oder über einen Jungfernstieg oben ohne rumlaufen würdest. Oder in einem Café sitzt und dein Baby an der Brust fütterst. Da gab es schon ganz große Skandale. Exakt. Es gab ja diese eine Schauspielerin, die das gemacht hatte, irgendwie, wo es ganz, ganz viel Diskussion gab. Ich persönlich versuche immer Moral darin zu sehen, dass ich nach absoluter Freiheit handle, ohne die Freiheit anderer einzuschränken. Das ist für mich moralisch. Weil sobald ich jemanden anderen anderens, jemandens andere Freiheit einschränke, ist es für mich persönlich unmoralisch. Weil ich denjenigen dadurch irgendwo in seine Schranken weise, ohne Rücksicht zu nehmen. Rücksichtnahme ist da für mich gleichzusetzen mit Moral. Ja, generell ist es ja wichtig, dass darüber eure Herbsttour nicht untergeht, denn ihr wollt ja auch noch ein bisschen Musik machen, ne? Ja. Als Support habt ihr Dark House dabei, wie kam es denn dazu? Sehr gute Frage. Mit Dark House verbindet uns zum einen über den Robert Keplinger in der Band eine Freundschaft, dadurch, dass Robert Keplinger gleichzeitig auch der Bassist bei Eisbrecher ist, mit denen wir 2012 auf Tour waren. Wir waren deren Support. Und seither, da war Robert Keplinger zwar noch nicht in der Band, aber trotzdem ist natürlich der Kontakt zur Band aufrecht geblieben und Robert hat auch großartige Songs mit Chris, unserem Sänger, für unser letztes reguläres Studioalbum From the Flame to the Fire geschrieben und von daher verbindet einen natürlich so eine Freundschaft und da liegt es einfach nahe, dass man sich erstmal im näheren Kreis umguckt von wegen, was bietet sich denn an? Und die kamen da wie niemand anderes in Frage. Was habt ihr denn ansonsten noch so für Zukunftspläne nach der Herbsttour? Oh, da steht noch einiges an. Zu viel darf man eigentlich nicht verraten. Klar, natürlich eine neue Platte ist in Produktion. In den Chameleon-Studios sitzen wir und versuchen so viel rauszudrücken, wie nur möglich ist. In erster Linie natürlich Chris. Aber ich will da eigentlich auch nicht zu viel verraten. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall echt viel passieren und für uns persönlich sind es auch gerade Schritte, die wir so nicht erwartet hätten. Tatsächlich. Also es ist wirklich momentan, wird das Leben überschüttet von Wow-Momenten. Das ist echt krass. Krass ist tatsächlich ein Wort, das es echt gut trifft. Ja. Habt ihr zum Abschluss noch eine lustige Backstage-Story? Eine was? Eine lustige Backstage-Story? Genau. Von heute zwangsweise oder von irgendwann irgendwo? Von irgendwann, haut mal einen raus. Muss sie zwangsweise von uns sein? Ja, wahrscheinlich vorzugsweise. Da gibt es so viele und auch so viele, die man nicht unbedingt erzählen möchte, ohne andere Leute in Ungnade zu bringen. England. Oh, da war ich nicht dabei, aber erzähl. Ja, in England, Engländer sind ja extremst höflich, weiß man ja. Und wir waren vor vielen Jahren in England unterwegs und haben dann irgendwie, wie es halt immer in den Anfängen ist, in so einer komischen kleinen Mini-Künstlerwohnung gehaust und geschlafen und unter uns war direkt eine Bar. Naja, und irgendwann, damals hatten wir ja noch unsere Schlagzeugerin, dachten wir uns alle aber zusammen, ja, lass doch mal alle zusammen ein Bad nehmen. Haben wir auch gemacht. Diese Badewanne ist ein bisschen übergelaufen. Und dann kam halt der Barbesitzer, hat halt geklopft oder der Barkeeper, was auch immer, und meinte irgendwie, excuse me, could you please stop bathing? There is water coming from the ceiling. Weil wir so lange in diesem scheiß Bad waren, dass es unten durchgetropft hat und dieser ganze Boden eingeweicht ist und schon durchgedrückt wurde. War schön. Das war eine gute Geschichte, oder? Ich bin untröstlich nicht dabei gewesen zu sein, aber ja. Ich habe das direkt im Anschluss erfahren und vielleicht finden wir ja irgendwann nochmal so eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist somit die beste Story eigentlich, oder? Es gibt echt viele Stories, aber die meisten verdrängt man irgendwie. Früher oder später. Habt ihr noch letzte Worte an die Fans? Ja. Oh mein Gott, das ist Bo6! Oh mein Gott! Das bin ich, hä? Was ist das denn für ein beschissenes letztes Wort? Dankeschön! Es gibt keine guten letzten Worte, weil diese Frage, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, aber diese Frage kommt einfach immer auf. Und irgendwann, wenn man nicht ständig sagen wollte, hey, wir sind Lord of the Lost, wir freuen uns tierisch hier zu spielen, was nicht minder wahr ist, aber irgendwann ist das,
irgendwann ist das Kontingent erschöpft und von daher fiel mir gerade nur ehrlich ich gesagt das ein. Ich stehe momentan auf die Serie Hannibal. Ja? Ja. Und da habe ich einen Spruch gehört, den fand ich großartig. Und zwar, der Mensch ist wie ein Musikstück. Einzigartig und wunderschön. Denk da mal drüber nach. Dann vielen Dank. Wir danken.